wollte nur mal zwei Tage gucken, dann gehe ich wieder. Finde ich gut. Danke. Freunde, da ist er wieder. Einigermaßen hergestellt ist er wieder am Start, der Onkel Mölli. Ich grüße euch. Ich möchte mich bei euch nochmal recht herzlich für all die lieben Genesungswünsche bedanken. Und es zeigt mir echt, community-technisch sind wir ganz weit oben mit euch. Danke, danke hierfür. Ja Mensch, ich habe heute Morgen meine letzte Massage gekriegt. Bin dann jetzt auf die Firma gefahren, habe meinen Auflieger geholt, den hatte Thomas vorgeladen mit Flaschen. Da stehe ich jetzt zum Abladen. Und schauen wir mal, wann hier was passiert. Wir wollen es ruhig angehen lassen, wenn er versteht, was ich meine. Ja, schauen wir mal, Leute. Also, wir fangen wieder an. Ich nehme euch mit. Bis später. So Freunde, das zweite Mal leer für heute. Nur einen zweiten Auflieger jetzt leer gemacht. Jetzt nehme ich meinen Auflieger und dann wird Melle und Hesel geladen.
Melle und Hesel. Dann muss ich mal gucken, dass ich noch irgendwie waschen kann. Und einkaufen muss ich auch noch. Sonst muss ich verhungern. Quasi. Also muss ich erst mal gucken, dass ich hier rauskomme. Quasi. Top echte. Ich könnte schon längst draußen sein, du Depp. Verrückt. Sowas. Total verrückt. Ja. Jetzt einmal quer durch Würzburg City und dann schauen wir weiter. Es ist noch ein weiter Weg. Bis später. Ein Esel aus Hessen. Holgi! Der Hund bezahlt hat, soll er sein Ehefrau, ich rufe ihn mal an. Erster Abend in der neuen Woche, Feierabend. Es ist jetzt 8:30 abends und da ich ja heute Morgen erst um 8 Uhr angefangen habe zu arbeiten und mich jetzt auf dem Weg befinde nach Melle und nach Hesel, quasi, bin ich bis Dissen gefahren und habe das genau in 4 Stunden 28 geschafft, ohne jetzt Hardcore Gas zu geben oder so. Ich bin echt nur 85 gefahren. Gut, Maschine. Maschine, gut. Ja, Freunde, beim Toni geladen, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Die Jungs haben mir mal wieder einen Gefallen getan. Und haben 7 Paletten, die im neuen Versand waren, für mich in den alten Versand geholt. Und das war mal wieder wunderbar, sozusagen. Ja. Ansonsten
Oh, Montags Lustlosigkeit heute Morgen gehabt, nach der Massage, bis ich da in Tritt gekommen bin, ey, das hat mich genervt ohne Ende, aber ey, was willst du machen, es ist halt so, ne, die ganze Chose. Aber egal, wollen wir nicht lange rumlabern jetzt, ich will nämlich noch Video ein bisschen bearbeiten und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Feierabend und wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Euch Mölli, gutes Nächte. Ciao, ciao. Freunde, wie geht's? Was geht ab? Es ist Dienstagmorgen, 8.40 Uhr. Ich bin in Melle abgeladen. Müsste jetzt eigentlich wieder Richtung Osnabrück, hätte da aber einen schönen 10 Kilometer Stau und werde jetzt mal einen Umweg fahren über Lübbecke und Löhne, habe ich mir so vorgenommen. Ich fahre lieber, als wie ich stehe. Ne, sagen wir es mal so, quasi. Ja, ansonsten echt eine super coole Nacht gehabt, wobei gestern Abend wieder einer meinte mit seinem Brumm-Brumm sich mitten, genau, ne, mitten in die schlafende Meute zu stellen und so, dass er halber auf der Straße gestanden hat. Also ich kann das nicht verstehen, ehrlich, ey. Über das Kennzeichen möchte ich jetzt nicht reden. Ich musste auf jeden Fall die Uhr stoppen, nein, machen heute Nacht. Das hat mich ein bisschen echauffiert, wenn ich ehrlich bin. Ja. So, Käffchen ist eingekippt. Morgen! Und ich würde sagen, reiten wir mal los Richtung Hesel. Wenn alles läuft, bin ich gegen 12 Uhr oben. Also, bis denn.
Egal wie oder möchte lang. Geladen, Freunde, abgeladen. Der Vater ist leer in Esel. Ja, jetzt habe ich Rückladung gekriegt. Mal wieder Blumenerde. Ist ja auch nichts Neues, aber komm. Ist es saubere Sache, muss man sich nicht aufregen und so, weiß man, wie es geht. Das Einzige, was scheiße sein könnte, wäre, dass es lang dauert. Das weiß man nicht. So, neue Lehe geht's hin. Da war ich auch schon ein paar Mal. Auf den Parkplatz, linke Seite öffnen und warten. Hier sind nur ungefähr 20 Autos vor mir, aber. Weiß ich nicht, ob die alle laden wollen.
Da ist es rum. Diddledum, Bambuseladei. Freunde, Feierabend. Ich habe Feierabend gemacht. Knickknack. Es ist 19 Uhr. Ich bin nach Borchen gefahren, da wo ich immer mal stehe. Was soll ich sagen? Voll. Es ist fast alles voll. Du kriegst kaum noch einen Parkplatz hier abends um 19 Uhr. Das ist noch nie so gewesen. Dann sind welche, die stellen sich so hin, dass du nicht dazu parken kannst. Dann drehe ich mich rum, kommt von hinten einer, buff, fährt vor mir auf meinen Parkplatz, wo ich drauf will. Unkollegial, Kollege. Ne? Hammer hat, aber komm, scheiß drauf, ey. Ich habe noch was gefunden. Passt. Ja, ich bin ein bisschen gescheckt im Gesicht, sehe ich. Immer noch. Scheiß drauf. Oh, ja, Leute. Was soll ich sagen? Das war der Tag. Zwei Abladestellen. Eine Ladestelle, Blumenerde. Hat ein bisschen gedauert, bis ich dran gewesen bin. Aber hey, das geht dann immer so ratzfatz und so. Also das war schon ganz okay. Ne? Was soll ich sagen? Damit ist Teil 272 zu Ende. Feierabend. Ja, alles hat ein Ende, nur die, wisst ihr schon. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich beim Zuschauen. Möchte mich hier auch noch mal recht herzlich bei euch bedanken für die vielen lieben Genesungswünsche. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ihr seid schon alle echt top. Recht herzlichen Dank dazu. Ja, Freunde, ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wenn noch nicht geschehen, lasst doch gerne ein Abo da. Kommentiert meine Videos. Gebt mir ein Like, würde ich mich tierisch drüber freuen. Bringt mich immer nur weiter, damit ich sehe, ob ich alles richtig mache oder nicht. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Wir sehen uns am Sonntag mit Folge 273 wieder und ich verbleibe mit unserem Wicked Peace, euer Mölli, und haut rein. Und zwar richtig, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.